Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tilan, wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein schickes Toy, das wir über eine Ruffaktion bekommen können. Und zwar müssen wir da bei der Ruffaktion Sorry Dormi auf 2 von 5 kommen. Da können wir ein bisschen Ruf erhöhen, indem wir bei den Zeitrissen im Türholdreservoir uns ein bisschen betätigen. Und ja, ich will euch das mal zeigen, wo sich das Ganze befindet. Das ist eine neue Fraktion jetzt mit Patch 10.1.5. Und dafür müssen wir hier hin auf die Koordinaten 51, 57 in Taldrassos. Und dort haben wir jede Stunde zur vollen Stunde die Zeitrisse. Bei den Zeitrissen haben wir quasi dann 2 Phasen. Als allererstes müssen wir sie dann einmal anquatschen und sagen, dass wir beim Zeitriss mitmachen wollen. Sobald die Uhr quasi die volle Stunde schlägt. Und dann haben wir erstmal 9 Minuten, wo wir hier quasi verschiedene Ereignisse abschließen können, beziehungsweise auch Mobs umhauen können. Und die Mobs bringen dann ein bisschen Ruf. Ich glaube, immer 1 bis 2 Ruf bringt ein Mob. Und zusätzlich kriegt man für die verschiedenen Aufgaben, die man kriegt, auch immer so 20, 30 Ruf. Zusätzlich gibt es oben noch einen Balken, den man auffüllen kann. Und zwar ist es so, dass man maximal 7500 Punkte erspielen kann und bei 2500 gibt es einen grünen Beutel, bei 5000 gibt es einen blauen und bei den vollen 7500 gibt es noch zusätzlich einen epischen Beutel. In diesen Beuteln gibt es dann auch nochmal ein bisschen Ruf plus Tokens, die man ausgeben kann, um dementsprechend bei den Händlern hinten auch noch ein paar Waren zu kaufen. Heißt, man kriegt quasi, wenn man das Ereignis jede Stunde spielt, einiges an Ruf. Man kann das ein bisschen erhöhen, indem man mehr Mobs umhaut, beziehungsweise mehr Ereignisse selber abschließt. Die Balken oben für die Säcke, die auch Ruf beinhalten, hängen damit zusammen, wie viel insgesamt erwirtschaftet worden ist. Heißt, wenn hier viele Spieler sind und das Event machen, kriegt man den Balken halt schneller voll. Und sobald die Zeit abgelaufen ist, gibt es in der Mitte hier ein Portal. Und da kann man dann noch einen Boss umhauen. Und wenn man den Boss umhaut im Reservoir in der Mitte, dann gibt es, glaube ich, nochmal 250 Ruf. Das könnt ihr jede Stunde machen. Es hat quasi keine abnehmende Wirkung, dass ihr irgendwie weniger bekommt, sondern ihr bekommt immer den Ruf voll und auch habt ihr dann dementsprechend noch eine Chance, Items zu bekommen. Ne? Was ihr dann auch noch machen könnt, ist die 5-Mann-Instanz, das Mega-Dungeon. Und zwar Dämmerung der Ewigkeit. Ich habe für jeden Boss 300 Ruf bekommen. Bei 8 Bossen kommt da auch schon ganz gut was zusammen. Also das kann ich empfehlen, das kann man mitnehmen. Und dann habt ihr bei Sorry Dormi, ich kann es immer noch nicht aussprechen, noch eine Weekly Quest. Die ist aber anscheinend aktuell accountweit, heißt, die könnt ihr nur einmal pro Account pro Woche machen und die bringt dann auch nochmal ein bisschen extra Ruf. Genau. Und sobald wir dann auf der Rufstufe 2 sind, ne, eine Rufstufe braucht immer 7000 Rufpunkte, dann kriegt ihr von ihr eine Quest. Die habe ich jetzt hier gerade und die können wir einfach abgeben. Da gibt es dann nochmal ein paar Flocken. Das ist die Währung, wo wir uns Sachen kaufen können. Und das Minutenglas und das ist das Toy, was wir uns jetzt holen wollen. Ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt mal an. Minutenglas, benutzt, fügt das Spielzeug eurer Spielzeugkiste hinzu. Manifestiert ein Stundenglas, um die Zeit im Blick zu behalten. Setzen wir es mal ein, beziehungsweise lernen es erst und dann setzen wir es ein. Ah, was ist denn das jetzt hier? Ein Minutenglas, 2 Minutenglas, 5 Minutenglas, 10 Minutenglas, 30 Minutenglas, 60 Minuten. Wir machen mal das 1 Minutenglas. Ach, okay. Also du setzt das hin und dann läuft es halt so ab. Warte mal, kann ich da jetzt nochmal eins parallel hinsetzen? Ach nee, das hat, da steht dran, es hat 1 Stunde Abklingzeit. Aber, weil ich wahrscheinlich das 1-Minuten-Glas eingesetzt habe, habe ich jetzt nur 1 Minute Abklingzeit. Seht ihr das? Frag mich, ob da jetzt noch irgendein Effekt kommt, wenn die Zeit abgelaufen ist. Und ja, die anderen können wir jetzt wahrscheinlich leider nicht ausprobieren, aber ich schätze mal, das ist dasselbe, nur dass es halt, ne, länger dauert. 1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten und so weiter. Oder 5 Minuten, ne? Ging ja bis zu einer Stunde. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn man irgendwo an dem Spot ist, ne? Und wenn ich eine Pizza reinschiebt für irgendwie 10 Minuten oder so, kann schon ganz praktisch sein, also in den Ofen. Dass man es vielleicht nicht vergisst, aber sonst wisst ihr jetzt nicht. Kommt da jetzt irgendein Effekt, wenn es durch ist? Ah ne, es wird nur rot und es verschwindet. Okay, ja. Jetzt quasi 60 Minuten mach, dann hat das auch, ja, dann hat es auch 1 Stunde Abklingzeit. Ah ja, okay. Ja, ist ein ganz nettes kleines Toy, aber
Den Riesen-Nutzen sehe ich jetzt leider darin nicht. Aber gut, ist wieder eins mehr in der Sammlung. Ja, das war's mit dem kleinen Tolgat. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn ihr wollt, könnt ihr beim nächsten Mal gerne wieder reinschalten. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.